Moin und herzlich willkommen zur 479. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Mittwoch, dem 16. Januar 2013. Ein Blick auf die Edelmetalle, die machen sich heute gemütlich. Silber, Gold in Dollar weitestgehend unverändert, Gold in Euro weitestgehend unverändert. Vielleicht erwähnenswert, Gold in Euro plus 0,3%. Der US-Dollar-Index bleibt ebenfalls unverändert und die Minenwerte geraten mit minus 0,8% heute etwas unter Druck. Wir schauen heute neben Gold und Silber noch auf Platin, wir schauen auf Crude Oil und wir schauen auf Natural Gas. Beginnen wollen wir mit Gold. Gold macht heute ein gleiches Hoch und ein höheres Tief. Sieht aus wie eine Tweezer-Top-Formation nach dieser bullischen Bewegung. Doji-Kerze, zwei Kerzen, die eine bullisch mit einer weißen Kerze, die andere mehr bärisch mit einer roten Kerze. Unterschiedliche Körper, gleiche Schatten nach oben, typische Tweezer-Top-Formation. Die Frage ist aber, ob das jetzt wirklich eine Reversal-Formation ist, denn wir haben hier eine bullische Kaltformation bullisch aufgelöst. Auf jeden Fall machen wir diese Tweezer-Top-Formation im Bereich einer wichtigen Widerstandszone, nämlich 1687 bis 92. Ein bisschen oben drüber ist die 50-Tage-Linie im Bereich der 1694. Und gestern haben wir ausführlich darüber gesprochen, dass wir hier innerhalb einer Formation sind, nämlich einer bullischen Keilformation, und die obere Begrenzung dieser bullischen Keilformation wird zusätzlich unterstützt durch eine ehemalige aufsteigende Trendlinie, die hier zusammen mit der anderen Trendlinie ein Dreieck gebildet hat und das in der oberen Begrenzung im Bereich des 1705 sehr viel Widerstand auf die Bullen wartet. Gerade was gegen diese Tweezer-Top-Formation, dass sie jetzt hier bärisch aufgelöst werden sollte, spricht, ist die Tatsache, dass wir eine klare Kaufformation in der Stochastik haben und ein steigendes Momentum. Und wir haben hier diese horizontale ehemalige Widerstandszone, nämlich bei 1678 hinter uns gelassen. Und das könnte also jetzt wieder potenzielle Unterstützungszone sein. Sie sehen, es gibt so das eine und das andere. Man muss sich klar machen, diese Bewegung, diese gesamte Formation zwischen der 1630 und der 1704. Was 70 Dollar bietet, ist schon geteilt worden, dadurch, dass wir diese bullische Kaltformation bullisch aufgelöst haben. Also haben wir noch zwischen 1660 und der 1702. Hier können Sie nicht viel machen als Swing Trader. Hier können Sie einfach nur zugucken, was der Markt macht, übergeordnet, und können vielleicht auf den Stundenchart schauen. Das, was Sie wissen müssen, ist diese Bewegung, die wir jetzt gemacht haben, seitdem wir zuletzt an der 1630 herangelaufen sind. Und wenn Sie sich fragen, was das hier für eine Trendlinie ist, kann ich Ihnen zeigen. Da müssen Sie ganz weit in der Zeit zurückgehen. Und dann sehen Sie hier Körperkante, Schatten und nochmal Schatten. Und damit ich nicht allzu viel jetzt hier wieder rumscrollen muss. Und dann geht es nach vorne. Und dann haben wir wieder diese Trendlinie. Stammt die Trendlinie von Mai 2012. Und sehen Sie, wenn Sie eine Chartsoftware haben wie ProRealTime, da können Sie nämlich so eine Trendlinie anzeichnen. Und die ist dann auch 10.000 Einheiten alt und kann Ihnen also Stundenchart von sonst wann zeigen. Kann sehr hilfreich sein, wenn es um ältere Trendlinien geht. Bleiben wir beim aktuellen Chart. Das, was Sie wissen müssen, ist, das hier ist kein Trendkanal, sondern das hier ist ein Keil. Wenn ich weiter zurückgehe, schauen Sie sich das an, wie das hier zusammenläuft. Passenderweise haben Sie nämlich hier eine bärische Divergenz im Momentum, was dazu passt. Also, wenn es den Bullen gelingen sollte, wir haben jetzt diese kleinere bärische Keilformation bärisch aufgelöst. Wenn es den Bullen gelingen sollte, über diese Trendlinie drüber zu gehen, über diese Widerstände drüber zu gehen, die obere Begrenzung dieser Hauptbewegung ist im Bereich der 1700, 1705 und so weiter und so fort, 1710, egal wie weit ich gehe. Entweder schaffen es die Bullen, diese bärische Keilformation bullisch aufzulösen, was hier eher auch bärisch bestätigt wird. Ansonsten wird diese obere Begrenzung im Bereich der 1705, 1700, 1710 über die 20-Wochen-Linie auf jeden Fall eine signifikante Bedeutung haben. Das Entscheidende für mich ist, sind Sie in der Lage, eigentlich so etwas für sich selbst zu analysieren, und sind Sie eigentlich in der Lage, nachhaltig Gewinne am Markt zu erwirtschaften? Und wenn Sie es nicht sind, warum machen Sie eigentlich so weiter? Es gibt diesen berühmten Spruch, das Schlimmste, was man der Wahrheit tun kann, ist sie zu kennen, sie dennoch zu ignorieren, glaube ich. Also, wenn Sie die Wahrheit kennen, wenn Sie wissen, dass Sie den Chart nicht lesen können, wenn Sie wissen, dass Sie am Markt mehr Geld lassen, als dass Sie Geld verdienen, warum machen Sie eigentlich so weiter? Und ist es nicht vielleicht der Zeitpunkt, damit Sie strukturiertes Wissen sich aneignen, damit Sie ein System haben, damit Sie dann nach Ihrem System traden können und vor allen Dingen, damit Sie in der Lage sind, den Markt selbst zu analysieren? Wenn Sie
nicht mehr die Wahrheit ignorieren wollen, sondern zu der Wahrheit stehen wollen, wenn Sie sich mentoren lassen wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich über die eingeblendete Adresse an uns zu wenden. Wir schicken Ihnen dann die weiteren Informationen zu. Bleiben wir beim Goldpreis. Diese bärische Kaltformation ist ja bärisch aufgelöst worden. Wir sind noch längst nicht dabei, hier nach oben durchzugehen. Wenn wir nach unten gehen wollen, untere Begrenzung dieser aufsteigenden Trendlinie im Bereich der 1670. Und Sie machen sich bitte klar, wir haben jetzt hier noch eine andere Trendlinie auch schon bullisch aufgelöst, das ist auf dem Weg nach unten, ist auch schon wieder Unterstützung im Bereich der 1665, 1660, also wenig Platz hier, selbst über den Stundenchart hier größere Moves zu traden, das muss man sich auf jeden Fall klar machen, wir müssen diese Formation bullisch auflösen oder was unwahrscheinlich ist, bärisch auflösen, dann haben wir übergeordnet Möglichkeit, Swings zu traden, denn Positionstradern, mit denen wir hier besprochen haben, dass das hier eine interessante Zone ist, um eine bullische Position aufzubauen, die müssen sich klar machen. Also, entweder sie wollen das jetzt hier ganz lange aussitzen und wollen abwarten, dass die Bewegung nach unten kommt, wollen sich das angucken, wie viel das ist und dann nochmal gucken, ob denn die nächste Hauptbewegung stärker sein wird oder nicht. Oder sie sind jemand, der sagt, in Ordnung, das sind hier knapp 2 Wochen und dann werde ich hier so langsam anfangen, meine Stop-Loss-Marken enger zu platzieren. Was sie nicht tun sollten, in meinem Dafürhalten, ist noch zulassen, dass eine Position, die sie aufgemacht haben, die in ihre Richtung läuft und die 40, 50 Dollar ihnen gebracht hat, noch im Minus ausgestoppt wird. Das ist aber meine eigene Philosophie und sie müssen natürlich ihre eigene Philosophie beim Traden entwickeln können. Wenn wir uns Silber anschauen, auch darüber haben wir miteinander gesprochen, dass wir hier eine bullische Kaltformation bullisch aufgelöst haben, aber da ist eine große Widerstandslinie auf dem Weg nach oben. Auch hier machen wir eine Twisatop-Formation. Haben die Bullen das Potenzial, diese Trendlinie zu brechen? Ich weiß es nicht. Ich kann nämlich nicht in die Zukunft schauen. Ich sehe nur Widerstand. Trendlinie im Bereich der 31,62, horizontale Marke im Bereich der 31,80 und die 50-Tage-Linie im Bereich der 31,95. Sehr viel Widerstand und im Bereich der 32,50 haben wir dann auch über den Wochenchart Widerstandsmarken. Der Markt ist überkauft, wir haben ein steigendes Momentum, aber der Markt ist nicht bärisch. Bitte machen Sie sich das klar, es ist kein Markt, wo Sie jetzt als Bär aktiv werden möchten als Swingtrader. Aber hier zusätzlich bullisch in den Markt reingehen, möchten Sie auch nicht. Und auch hier müssen Sie sich klar machen, wenn Sie hier ein Positionstrading aufgebaut haben, was Sie eigentlich wollen. Das Problem ist, dass der Bulle, wenn er denn hier so eine antizyklische Position aufbaut, nicht so richtig weiß, was er will. Also er will viel Geld, das weiß er. Aber wie kommt er jetzt aus diesem Trade raus, das weiß er nicht. Aber 40 Dollar will er haben oder 45 Dollar. So funktioniert das nicht. Machen Sie sich bitte klar, wir sind jetzt hier mehrere Kerzen nach oben gelaufen. Wir sind am Widerstand. Wir haben Potenzial, zum Beispiel eine High Base zu machen, die High Base nach oben aufzulösen. Wir haben aber auch Potenzial, hier an diesen Widerständen zu scheitern und noch einmal zurückzukommen. Was sind Sie eigentlich für ein Typ Trader? Sind Sie eigentlich jemand, der gut damit leben kann, wenn Buchungsgewinne wieder verschwinden? Oder sind Sie eigentlich jemand, der gerne Buchungsgewinne realisiert? Und warum sind Sie so? Aber da sind wir jetzt wieder beim Thema Mentoren. Damit will ich Sie auch nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Wenn man sich Silber über den Stundenchart anschaut, warten Sie, bevor jetzt alle sich wieder beschweren, ja, ich weiß, Diamantenformation normalerweise da oben, entweder als Reversal oder Fortsetzung, aber schauen Sie sich das an, sieht aus wie eine Diamanten-Reversal-Formation. Abverkauf, Diamantenformation, bullisch aufgelöst worden. Deswegen wollte ich Ihnen das aber eigentlich nicht zeigen, sondern ich wollte Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Bewegung, Vergrößerung nach rechts, verzeihen Sie bitte, diese Bewegung, wenn sie denn zurückkommen möchte, Berührung, Unterstützung hat am morgigen Tage im Bereich der 31 Dollar Marke. Hier haben wir die 30,90, erinnern Sie sich daran, haben wir uns mehrfach darüber unterhalten, dass hier eine horizontale Widerstandsmarke ist. Die haben wir jetzt bullisch aufgelöst, also sehr viel Unterstützung. Falls es den Bullen nicht gelingen sollte, diese Bewegung nach oben in Richtung der 50-Tage-Linie fortzusetzen. Das, was Platin macht, ist wirklich stark. Muss man absolut sagen, wir haben jetzt hier mehrere große weiße Kerzen mit viel Bewegung nach oben gesehen. Wir sind aber auch hier im Bereich einer horizontalen Widerstandsmarke und trotz dessen, dass wir hier am Widerstand sind, wir haben eine sehr bullische K&D-Linie umeinander geschlungen. Ich kann Ihnen sagen, das kann ich mir ganz entspannt angucken und sagen, ja, das interessiert mich nicht. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum habe ich den Wochenchart? Ja, weil hier im Wochenchart, da haben wir dieses richtig große Dreieck. Und auf dieses große Dreieck schaue ich schon seit Wochen und fast schon Monaten und warte darauf, dass diese
Dreiecksformation entweder bullisch oder bärisch aufgelöst wird. Und je länger wir hier drin bleiben, desto mehr freue ich mich drüber, denn desto dynamischer wird die anschließende Bewegung sein. Darauf, wie gesagt, warte ich schon sehr lange und kann dann mir ganz entspannt das anschauen. Kurzfristig, noch einmal, na klar, verzeihen Sie bitte, klare Kaufformation, steigendes Momentum oberhalb von allen gleitenden Durchschnitten, aber im Bereich einer horizontalen Widerstandsmarke, nämlich der 17,16, aufsteigendes Dreieck wird bullisch aufgelöst, kann sein, aber bei 17,50 ist die nächste Widerstandsmarke. Ich möchte hier das große Dreieck, den Ausbruch traden. Persönlich ist meine Art der Einstellung zum Platin-Kurs. Wenn ich mir Crude Oil anschaue und das, was die Bullen hier machen, das erinnert mich an den Film aus den späten 80ern. Nummer 5 lebt und Nummer 5 gibt nicht auf. Also die Bullen geben hier nicht auf. Die haben hier eine erste High-Base-Formation gemacht, dann haben sie die nach oben aufgelöst, aber nicht so richtig Dynamik entwickelt, sondern einfach nur nach oben aufgelöst. Noch eine High-Base. 1, 2, 3, 4, 5. Die Crude-Bullen leben, die Crude-Bullen geben nicht auf. Die haben nach wie vor diese bullische K&D-Linie oberhalb der 80er-Marke. Und jetzt müssen die Bullen zeigen, ob sie nur am Leben sind und nicht aufgeben oder sonst, oder ob sie es auch schaffen, hier diese Bewegung in Bereich in Richtung 95, 80 dann nach oben fortzusetzen. Wenn ihnen das nicht gelingt, dann geht es an die ehemals trendbegrenzende Linie, an die 200-Tage-Linie. Das ist im Bereich der 92, 40. Und sie machen sich das bitte klar, dass es von der aktuellen Situation, falls sie tatsächlich dahin kommen wollen sollten, 200 Pips sind in etwa. Und Sie müssen sich klar machen, ob sich 200 Pips Risiko als Stop-Loss da noch leisten können und leisten wollen. Natural Gas macht ebenfalls eine potenziell bärische Kerze. Also, bullische Bewegung und am potenziellen Ende dieser bullischen Bewegung kommt diese bärische Harami-Kerze. Also, große weiße Kerze, kleine rote Kerze innerhalb dieser weißen Kerze muss bestätigt werden mit der Bewegung nach unten. Wir haben Unterstützung im Bereich der Horizontalen im Bereich der 20-Tage-Linie. Sie sehen, als der Markt hier initial ausverkauft worden ist, sind die Bullen noch einmal reingekommen, haben das gekauft. Aber die Frage ist, machen wir hier eine High Base und gehen nach oben durch oder geben wir die Horizontale und die 20-Tage-Linie auf? Dann gibt es Potenzial, ein Pullback, wohlgemerkt unterhalb der 20-Tage-Linie, aber auf der richtigen Seite eines Bullkalls zu machen. Wie weit diese Pullback-Bewegung reichen könnte, wenn diese doppelte Unterstützungszone nicht hält? Nicht sicher gesagt, wir sind aktuell überkauft, haben ein leicht fallendes Momentum oberhalb der Nulllinie. Solche Keilformationen in der Regel haben übergeordnetes Potenzial. Sie müssen wissen, was Ihr Anlagehorizont ist und wie Sie diese bullische Keilformation auf der bullischen Seite traden möchten. Und um das zu wissen, müssen Sie auf jeden Fall ein Stop-Loss sich vorher überlegt haben und eine Strategie sich überlegt haben, wie Sie Ihr Stop-Loss dann immer wieder anpassen. Bitte! Traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss, wenn Sie mögen. Das nächste Update zu den Rohstoffen natürlich wieder morgen Abend. Heute gibt es noch für Sie die Forex-Ausgabe und morgen ist Silvio wieder für Sie da mit der S&P 500 und den US-amerikanischen Indizes in schriftlicher Art und Weise auf unserer Blogseite. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffentlich bleiben Sie alle gesund und wenn Sie mögen, dann bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnaschari alias Wolke P.